Herzlich willkommen bei Oracle Cactus TV, dem etwas anderen Fischfilet. Grüß euch. Ich bin der Raul. Ich bin der Magnus. Und willkommen bei der fünften Episode von Crash Team Racing in den Dragon Mines. Oder Dragon Mines, je nachdem. Ja. Aber Dragon Mines finde ich gut. Jetzt sind wir schwer, beim Franzosen. Ja, diesmal hast du angefangen. Weil jedes Wort hernehmen kann und es im französischen Akzent sagen kann und man einfach nur auf jemanden drauf prügeln will. Ja. Oh, oui, Orwaschel Cactus. Sind Sie ein Orwaschel Cactus? Ich denke ja. Wir sind übrigens aufgekommen, unsere enorme Zuschauerschar, also ihr 700.000 Leute, die uns jetzt schon abonniert haben, mindestens. Ihr seid unsere Orwaschel Kakteen. Mhm. Wir nennen euch zwar Kinder, und das steht auch, wir sind der Orwaschel Cactus, der große Orwaschel Cactus, und ihr seid unsere Orwaschel Kakteen. Ich wurde durch die Flut geschleudert. Tja, vielleicht hast du es verdient. Ja, aber das heißt trotzdem nicht, dass man mich durch die Luft schleudern muss. Nur weil ich es verdient habe. Au, und mir ist ein Minenkart über den Kopf gefallen. Eine Lore, danke, ich habe das Wort vergessen. Ja, bitte. Ich hatte mein Mädchen namens Lore. Du auch. Ja, ich weiß. Das wollte ich jetzt nicht erwähnen, aber... Er war ein nettes Mädchen. Ja, war ein sehr nettes Mädchen. Den Namen finde ich trotzdem interessant. Ja, sehr. Ich habe schon, im Laufe des Lebens habe ich doch ein paar andere interessante Namen gehört, gesehen, gelesen, geschmeckt. Ne, das funktioniert glaube ich nicht. Nein, Namen schmeckt man nicht. Naja, deinen vielleicht nicht. Aber Raul schmeckt man. Raul ist See und der ist... er sind meine Eltern. Ja, es ist... Okay, Zur Erklärung, unser Mitbewohner ist gerade hier. Ja, ich habe ja in der letzten Folge, vorletzten Folge verlauten lassen, dass er Geburtstag hat. Und er war gerade sehr überrascht, dass ihm meine Eltern eine Nachricht geschrieben haben mit alles Gute zum Geburtstag. Ich meine, du hast auch eingespeichert gehabt, wann meine Mutter Geburtstag hat. Also so gesehen, was ist daran so schlimm? Geh in dein Zimmer. Irgendwann stellen wir dich der Menschheit nein. Richtig, das wird erst, wenn wir betrunken sind oder nicht mehr wissen, was wir tun. Vergebt uns, denn wir wissen nicht, was wir tun. So betrunken kann ich gar nicht sein. Ich trainiere schon, ja, aber... na. Also fies brauchen wir jetzt auch nicht sein, gemein reicht. Ich bin fies. Ich weiß. Das ist mein Ding. Yay! Dein Ding ist fies? Ja. Trotzdem, ich bin Erster. Willst du es mal sehen? Nein. Okay. Du lässt dein Ding... wo dein Ding gerade ist. Willst du das wirklich? Okay, ich bin ruhig. Ich werde mich wieder benehmen. Oh, Dingodile. So nenne ich... Nein, okay. Lass mir das. Weil es stinkt und Schuppen hat. Okay, gut. Ich hab's verstanden. Ja, den habe ich verstanden. Hören wir auf, über dein Ding zu reden, bitte, danke. Okay. So, da kann ich noch nicht rein. Ich muss dorthin, wo es spastisch auf der Karte blinkt. Hey Leute! Hey! Hier hin! Hey! Bitte. Danke. Ich bin fast dran vorbeigefahren. Ich bin nicht betrunken. Ich sehe nur so aus. Ja, du bist der Fahrer, darfst nicht trinken. Ja, das ist übrigens grün. Ja, okay, cool. Grün. Ich bin nicht im Polarpass. Und ich darf mich verfahren. Ich habe eine verfluchte Rakete im Kopf. Hattest du mal eine Rakete im Kopf, Magnus? Ich hatte schon oft das Gefühl. Hattest du mal eine Rakete im Kopf, Kurt? Ja, das dachte ich mir. Ich meine, ich kenne jemanden, der hat einmal eine Silvesterrakete an den Kopf gekriegt. Also zwar nur eine kleine, aber trotzdem... Also nicht während sie explodiert ist, sondern während sie... geflogen ist. Da ist ein Bär. Da ist ein Eisbär. Jetzt müsste eigentlich der Eisbär, der Kleine, der zu fahren ist, der müsste jetzt eigentlich entweder einen Vorteil haben, weil, hey, da ist jemand von mir, oder einen Nachteil, oh Gott, da ist jemand von mir. Bist du meine Mama? Und während ich das sage, wurde er gerade Erster, dann Zweiter, und jetzt wieder Erster, und jetzt wieder Dritter, und dann Zweiter, und was? Ja, ich glaube, er wurde Zweiter, dann Erster, dann wieder Zweiter, so wollte ich es eigentlich sagen. Ist das nicht... Ah! Ist das nicht eigentlich ziemlich egal? Solange du nicht auch da bist... Ich konnte nichts dafür, ich konnte da nicht mehr vorbei. Das hast du vielleicht gesehen. Ich habe 10 Wumpa-Früchte oder und bist 8er, was bringt dir das? Super Uga Buga
Uga. Da kann man drüber springen, über die Trennmauer. Das werde ich mir fürs nächste Mal merken. Ja, klar. So, wenn ich mit 10 Wumperfrüchten oder Äpfeln den Uka habe, bleibt er einfach länger oder stärker? Oder? Er bleibt länger. Ja, bleibt länger. Bleibt er auch vom Tee? Nur wenn du welchen machst. Nein, ich mag keinen Tee. Ja, wobei Kamillentee ist okay. Und der Schwarztee damals bei dir war auch nicht schlecht. Mit ja, Milch. Weil ich weiß, wie man Tee kocht. Es ist eine Kunst, ja, die nichts macht mit Beuteln im heißen Wasser zu tun hat. Das geht noch viel weiter. Ja. Aber wurscht. Ich verkneif's mir, ich verkneif's mir. Ja, ja. Ja, ich hätte da was sagen können. Aber. Okay. Hörst du auf mich zu pixeln, wenn's gerade gut läuft? Bitte! Ich habe aber genau dafür das Steckchen, damit du dich benimmst. Ja, es gut läuft? Ja. Gut. Ich benehme mich. Ab morgen benehme ich mich wieder. Ich hab's! Hör auf zu pixeln, jetzt bin ich wegen dir Fünfter. Du bist vorher abgestürzt. Nein, ganz sicher nicht. Aha, ich kann das Stäbchen noch ins Ohr stecken. Nein, das Stäbchen ist keine Metapher für meinen Penis, damit ich das geklärt habe. Schon ja. Jetzt. Sonst wäre es sehr seltsam, wenn du es mir ins Ohr stecken könntest. Jetzt sicher nicht, ne? Du bist so ein Außerirdischer. Ich bin von einer Robbe überfahren worden. Ja, überfahren, nicht überrannt. Nein, überfahren. Ich mag Robben. Robben rennen auch nicht. Ja. Oder rutschen. Denn den Robben hinter Robben hinter Robben? Ja. Könnte das der Wahrheit entsprechen? Ja, das letzte Mal habe ich den Spruch im Kindergarten gehört, also... Ja, ich kann es lange Jahre nur mit dem Fliegen hinter Fliegen fliegen, aber man kann es auch mit anderen Dingen verwenden. Denn wenn Griechen hinter Griechen kriechen, Griechen hinter Griechen... Der war echt neu. So wie? Wenn Polen hinter Polen, Polen hinter Polen. Ja, es geht auch mit Deutschen. Wenn Deutsche hinter Deutschen? Ja. Gott, ich hasse dich so sehr. Es funktioniert. Wenn Franzosen hinter Franzosen Franzosen. Nein, wenn Franzosen hinter Franzosen Zosen. Franzosen, Franzosen hinter Zosen. Was? Was soll Zosen bedeuten? Keine Ahnung, es klingt lustig. Oh, sehr lustig. Ich bin ein Lustiger. Sie sind ein sehr Lustiger, mein Herr. Aber ich finde auch nicht, ne? Gibt's noch andere Länder, bei denen man das machen könnte? Mir würde keins einfallen. Wenn Österreicher hinter Österreicher reichen, dann reichen Österreicher hinter Österreicher. Das klingt der Part. Ja, kam ja auch von dir. Deswegen fand ich's echt gut. Warte, Schweizer hinter Schweizer? Nein. Ein Schweizer hinter Schweizer Spitzen? Wenn Amerikaner hinter anderen Amerikanern fritten. machen wir Späße über Amerikaner, dass sie fett sind. Das hat momentan noch keiner gemacht. Okay. Vor allem nicht im Internet. Was ist dieses Internet, von dem du da redest? Ich habe keine Ahnung, deswegen sage ich es ja. Daneben! Wundervoll! Wow. Ich könnte mich auch gleich besaufen, eigentlich, oder? Nein. Denn das ist deine Aufgabe? Ja. Okay. Ich werde meinen teuren Wodka nicht an dich verschwenden. Ach da, wenn man den halbiert, bin ich Dritter. Also, du weißt, was ich meine? Nein. Vertikal halbieren. Ach so. Ja, wenn man ihn mathematisch halbiert, dann bin ich natürlich Vierter. Ja. Wobei ich noch immer der Meinung bin, 3 ist die Hälfte von 5. Aber das lässt sich ganz einfach herleiten, wenn du 5 Punkte nebeneinander hast, dann ist die Mitte davon der dritte Punkt. Egal von welcher Seite. Das heißt, bei 4 wäre die Hälfte der zwischen 2,5. Weil wenn du 4 Schau mir nicht so blöd an. Wenn du 4 Punkte hast, dann wäre eigentlich die Hälfte der die Leertaste in der Mitte. Der leere Weg. Na, was will ich sagen, Magnus? Der leere Raum. Danke, der leere Raum in der Mitte. Warum sind die Raketen eigentlich warum sehen die eigentlich so aus, wie sie aussehen? Damit sie so aussehen. Ah, okay. Danke. Du wunderst dich, dass du schlechte Mathe warst mit diesen Herleitungen von Halbieren. Es kommt immer davon, was. Im Kopfrechnen bin ich zum Beispiel sehr, sehr gut. Das weiß ich, aber. Aber in allem, wo Formeln drin sind, in allem, wo Buchstaben dabei sind, bin ich sehr schlecht. Warum? Weil es keinen Sinn ergibt. Wenn ja, ich Mathematik... Also ich finde, nicht. Mathe ist das Einzige, was wirklich Sinn ergibt. Hast du jemals aus Duplo ein Haus gebaut? Ja. Oder aus Holzblöcken? Ja. Hast du da berechnet, wie das stehen muss, damit es funktioniert? Nein, ich habe die Blöckchen gezählt, damit es even ist, also ausgeglichen. Also Standard Mathematik. Ja, wie für alles im Leben. Wenn du beruflich nicht brauchst Mathe,
fürs auch Einkaufen nicht. Gehen, ja? Richtig. Das ist schon und klar. Und wenn ich ein Haus bauen will, ich meine natürlich, Statik ist für einen Architekten nicht verkehrt, weil er muss ja wissen, wie das Ganze läuft. Aber im Grunde könnte man auch Häuser bauen nach dem Prinzip, es funktioniert, also funktioniert. Warum muss ich immer an der gleichen Stelle runterfallen? Warum, Magnus? Weil du die Stelle einfach so finden kannst. Ja, beinahe. Aber genug gegen Mathematik gewettert. Musste das sein. Ja. Zur Information, dieses Stäbchen, das er hat, ist auch, wie er sagt, gleichzeitig ein Strohhalm. Also ist ein Hohl. Genau. Und ich mache damit nasty Geräusche. Nasty Geräusche. Wie gut, dass du ein Englisch-Genie bist und somit nasty Geräusche machen kannst. Ich mag englische Wörter, ich mag die Sprache an und für sich nicht. Was hast du gegen Englisch? Die ist ja schon leicht. Es geht mir einfach ums Prinzip. Ja, Englisch hat das simpelste Prinzip überhaupt. Klingt's falsch, ist es falsch. Ja, ich spreche es ja auch gar nicht mal. Also ich verstehe es wunderbar. Sprechen kann ich es nicht, weil Sprechen ist ein kreativer Vorgang und ich bin nicht kreativ, ja? Warum ist Sprechen ein kreativer Vorgang, wenn ich frage? Ne? Na, zuhören musst du nicht wirklich drüber nachdenken, was du aussagen willst. Ah, ich verstehe. Du replizierst nur in einer anderen Sprache praktisch, ne? Ah, oh, verstehe. So reden musst du bewusst drüber nachdenken, was will ich sagen, wie sind die solltest Wörter? Du zumindest. Also manche ja. Leute machen es nicht. Okay, und jetzt der Super Drift, damit ich diese Scheißstelle endlich... Ich bin ruhig. Ich merke es. Bin ich gerade wegen eines Turbos an der gleichen Stelle zweimal verreckt? Und hast eine TNT-Kiste ins Wasser gerade ganz gekommen? Das ist mir egal. Also wenn ich mir die Zeiten anschaue, die ersten zwei Runden waren ziemlich gut, gell? Die ersten zwei Runden waren ziemlich exakt das gleiche. Ja. Ach Gott, wie sehr ich dieses Spiel gerade hasse. Ich liebe es. Jetzt liebe ich es noch mehr. So. Wow. Ich konnte nicht anders. Ich bin ausgerutscht. Oh mein Gott. Ich muss das Stäbchen holen. Lass das Stäbchen! Nicht während dieses Rennens. Das ist jetzt mein dritter oder vierter Versuch. Das war davor. Ist es der dritte oder vierte Versuch? Ich glaube der vierte. Es ist ja ungeil, wie man so schön sagt. Okay. Leute. Kurt, Orschelkakteen, Konzentration. Ich mag es nicht, heute Orschelkakteen zu nennen. Weißt du, was ich gerade gut finde? Nein. So eine Kaugummi-Rolle. Was für eine Kaugummi-Rolle? Ja, so aufgewickelten Kaugummi. So. Oh, das ist ja toll. Aber ja. Es ist nach 17 Uhr. Ich esse ihn ja nicht. Weißt du, was ich auch schon lange nicht mehr hatte? Diese, also warte mal, du isst ihn ja nicht, sondern... Also du kaust ihn nur, verstehe ja. Ich. Okay. Also, wow, habt ihr das gesehen? Haben das hoffentlich like alle gesehen, weil ich das nie wieder machen werde. Was für ein Film war das schnell noch einmal? Kein Dunst. Johnny Depp, Flucht der Karibik 4, glaube ich. Haben das jetzt alle gesehen? Weil ich das mit Sicherheit nicht wiederholen. Das ist ja jetzt ein anderes. Nein. Inhaltlich dasselbe. Ja, es sind ein paar... Gut. Künstlerische Freiheiten. Richtig. Okay. Ich darf das. Worüber habe ich gerade geredet, bevor ich das Zitat gemacht habe? Keine Ahnung, ich höre ihn zu. Ich war aber noch nicht fertig mit meinem Gedanken. Ja, so haben wir nichts gesagt. Okay, rekonstruieren. Ich bin gefahren, hatte eine Uhr. Du hast gesagt, Kaugummi! Was du schon ewig nicht mehr hattest. Richtig. Diese Kaugummi-Kugeln aus dieser Packung, die eigentlich nur ein Streifen ist. Also so ein Streifen aus Alufolie oder irgendwas leicht Metallenes. Oben drüber Plastikfolie mit jedem Kaugummi-Kügelchen einzeln verpackt. Weißt du, was ich meine? Die schönen bunten. Ja. Sowas. Habe ich auch schon vorher gewusst. Finde gut. Ich wollte es nur für alle erklären. Vielleicht wird unser Schnittmeister, unser Schnitsche, das ein Bild davon einfügen, wenn er denn versteht, was ich meine. Gott, war das wundervoll. Und er wird es genau jetzt einfügen. Statt dieser Kiste, die da war. Okay. Gut. Wenn er es macht. Sonst wenn er es macht. Wenn nicht, dann werden wir... Ihr könnt einfach dann so eine Kaugummi-Dings vor dem Bildschirm halten an der Stelle. Ja, ich habe übrigens beim Zimmer aufräumen jetzt vor kurzem was gefunden, Magnus. Das werde ich dir nach dieser Runde demonstrieren, beziehungsweise werde ich dir zeigen. Ach, und ich darf keine perversen Sprüche reißen, oder wie? Du meinst also, du willst damit also sagen, dass ich meinen Penis beim Zimmer aufräumen gefunden habe? Nein. Aber die gibt's auch in elektrischer Variante. Ich hasse dich so sehr. Ich hab dich auch nie. Und die nennt man dann Dingodeil. Gott, ich finde den Namen toll. Ah. Das ist mein Dingodeil. Willst du mal seine Batterie anfassen? Er hat auch einen Flammenwerfer. Wir sind so bescheuert, ist das eigentlich klar? Hauptsächlich du.
Ja. Muss man dazu sagen, also ich habe ein, ein Diplom. Die Diplom von Harvard. Ich weiß nicht, worauf ich damit hinaus wollte. Ist okay. Danke. Dafür habe ich einen Ehrendoktor verliehen kriegen. Du hast einen Ehrendoktor verliehen kriegen? Wo und warum? Nicht in Deutsch, also. Ja, das denke ich mir. Wo und warum? Ja, das ist lang her und das ist eine dumme Geschichte, aber ich hab's noch irgendwo. Wirklich? Ich hoffe es mal. Nein, jetzt wirklich tatsächlich? Ja, aber ist nichts Offizielles, sondern von Freunden im Gag. Ah, okay, ja, dann. Urkunde. Ehrendoktor Arschgeige. Nee, den hast ja schon du. Nein, ich bin Professor Dr. Arschkeks. Arschkeks? Ja, ich mag das Wort Arschkeks. Das ist ein tolles Wort. Und Sprung und. Hey! Sehr gut, und dafür die Folge überzogen. Gut, das war's für heute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.